Lars, wenn ich jetzt, wann dann? Scherning raus, Lieberknecht zurück. Ja oder nein? Und du hast mir schon vor der Aufnahme eine provokante Frage. Das darfst du nicht verraten. Angekündigt, aber ich war doch vor ein paar Tagen noch im Urlaub. Das haut mich jetzt erstmal aus den Socken. Dafür bin ich ja da, um euch erstmal direkt warm zu machen hier. Ja, die erste Sekunde schon. Mit irgendwelchem nein. Quatsch überfrachten. Deine klare Antwort ist nein? Völliger Quatsch. Danke. Thorsten soll Urlaub machen, sich ein paar Rockbands anhören und sich mit dem Gedanken gar nicht beschäftigen. Und Eintracht Braunschweig hat ja einen guten Trainer. Das hat er letzte Saison bewiesen. Das hat er vielleicht in dieser Saison noch nicht so unter Beweis stellen können, hat auch ein paar Fehler gemacht, aber trotzdem ist dem zuzutrauen, hier die Wende zu schaffen. Ja, sehe ich absolut ähnlich, zumal jetzt auch das Spiel am Sonntag gegen Karlsruhe ja wirklich auch ein Fortschrittchen war, wenn man es so bezeichnen möchte. Es war ein anderer Auftritt, allerdings mit demselben Ergebnis, einer Niederlage. Mhm. Und so stehen wir mit dem historisch schlechtesten Zweitligastart von Eintracht im September dieses Jahres, stimmt's? Du hast es nochmal nachgeguckt, glaube ich. Historisch schlecht, so schlecht war es noch nie. Ich weiß nicht, ob wir das Thema noch weiter breittreten wollen, aber doch, gib doch gerne nochmal deine Meinung dazu ab. Zumindest war es der schlechteste Zweitligastart seit Einführung der eingleisigen zweiten Liga. Toll. Und dann hatten wir auch schon herausgefunden, dass Eintracht auch die schlechteste Pokalmannschaft in der Geschichte des DFB-Pokals ist. Also es ist bisher eine Saison der Superlative, nur halt falsch rum. Und es ist mal wieder alles schlecht bei Eintracht und irgendwie kommt mir das so bekannt vor. Ja. Es ist, jeden September sitzen wir hier und warten drauf, dass uns irgendwelche Last-Minute-Transfers erlösen, dass irgendein Spiel dann mal wieder einen völligen Rausch auslöst. Aber bislang war es ja ziemlich ernüchternd, was ja auch so ein bisschen erklärt, dass keiner so richtig zufrieden ist mit diesem winzigen Schritt nach vorn, den es gegen Karlsruhe gab. Ja, weil es auch einfach nicht reicht. So, ne? Du musst halt irgendwie mal ans Board kommen, mal anzählen in der Tabelle, zeigen, dass du da bist. Aber da fand ich, es war auch wirklich teils hausgemacht, die Niederlage, weil die zweite Hälfte dann einfach auch viel zu passiv war und viel zu viele individuelle Fehler passiert sind. Andererseits muss man auch einfach sagen, Karlsruhe ist ein saustarker Gegner und Eintracht hatte auch wirklich Möglichkeit, das Ding auch nach dem 1-1 noch zu gewinnen über diesen Freistoß Köhler und dann Szabo. Der kann reingehen in einer guten Phase. Christian Eichner hat es später als Flow beschrieben. Geht das Ding für Eintracht rein. In der schlechten Phase, so wie es aktuell ist, fliegt dann hinten noch so ein Pass von Köhler bei Krause, bisschen krumm in den Fuß und dann ist hinten offen und Tsivtsivadze macht es halt gut. Also kommt halt auch vieles zusammen. Das soll aber nicht heißen, dass es auch viele Fehler gibt. Du hast es auch gesagt. Welche Sachen würdest du denn Scherning anfehlern? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass er zu schnell auf eine spielerische Weiterentwicklung gesetzt hat, dass er vielleicht aufgrund dieser ja sehr ordentlichen Sommervorbereitung von den Testspielergebnissen her seiner Mannschaft zu schnell zu viel zugetraut hat. Aber man hätte vielleicht eher mal bei den bewährten Stärken des vergangenen Jahres bleiben können. Und das, obwohl es jetzt natürlich ein ganz anderer Kader ist, obwohl es ganz andere Spielertypen sind, obwohl die Hierarchie völlig durcheinander gebracht wurde durch Zu- und Abgänge. Aber so dieses, wie nennt es Trainer immer, dieses defensive Gewissen, das fehlt mir aktuell bei einigen Spielern. Ja, gut, reicht ja ein Blick auf die Gegentorstatistik. Da ist gar kein defensives Gewissen vorhanden und vor allen Dingen ist es ja so offensichtlich, weil es in der letzten Saison halt so gut war, also weil es jetzt so ein absoluter Schritt in die andere Richtung war, aber dahingehend war ja Karlsruhe auch schon ein bisschen, zumindest, also ich war da vor die Woche in Köln und wer das erlebt hat und wer danach Karlsruhe erlebt hat, der muss zumindest konstatieren, das war ein Schritt, aber eben noch nicht genug. Ja, ich habe das ja alles nicht so richtig mitgekriegt. Ja, sei froh. Von daher war ich jetzt am Wobei, in den Alpen hast du doch gesagt, hast du sogar Sky-Empfang gehabt, leider. Ja, ich habe immer so mit einem Auge drauf geguckt. Hab mir auch nicht so viele Freunde gemacht mit meinen Urlaubsbegleitern. aber ja, ich war jetzt nicht so richtig geschockt am Sonntag. Das ist, also einige haben ja gesagt, immer noch super schlecht. Andere, ja, kleiner Schritt nach vorne, aber reicht nicht.
es ist halt wieder typisch Eintracht. Es ist wieder Krise. Es fühlt sich bei Eintracht immer alles schwer an. Also es gibt ja auch Vereine, die so eine Krise ein bisschen leichter nehmen, wo die Fans vielleicht auch mit der Zeit schon so ein bisschen Humor, Zynismus, was auch immer entwickelt haben. Aber bei Eintracht ist immer alles tonnenschwer, habe ich den Eindruck. Das stimmt. Du hast es ja als manisch-depressiv beschrieben. Ich finde, das passt es ganz gut auch. Himmelhoch jauchzend und dann zu Tode betrübt. Die Ausschläge sind immer sehr extrem in die eine oder die andere Richtung. Und von daher gilt es da vielleicht, sich auch in der Mitte mal so ein bisschen einzufangen. Aber dass jetzt genau in dieser Phase natürlich auch so ein Lieberknecht zurücktritt und auch wieder frei wird, das passt ja irgendwie auch wieder in diese Geschichte rein, dass man sich dann nach dem alten Heilsbringer sehnt, der hier für die letzten ganz großen Zeiten verantwortlich war und der hier auch eine Statue vorm Schloss verdient gehabt hätte. Aber dass das natürlich nichts wird und auch in der jetzigen Situation vollkommener Unsinn ist, ich glaube, da brauchen wir nicht weiter drüber zu sprechen, oder? Ich glaube, es wäre auch völlig egal, auf welchem Tabellenplatz Eintracht steht. So, ja. Es würde trotzdem Leute geben, die danach schreien, dass er zurückkehrt. Also Eintracht könnte auch Siebter sein und vielleicht so ein paar spielerische Defizite an den Tag legen und dann würden trotzdem Leute sagen, komm, Thorsten, noch einmal. Ja, das ist ja wirklich so ein bisschen Jürgen Klopp und BVB-mäßig, diese Verehrung in die Vergangenheit und dieses ständige im positiven Gespenst, das hier über die Stadt kreist und auch über dem Stadion schwebt. Aber Dortmund kriegt sich davon nicht so richtig los, auch immer noch nicht. Und Braunschweig hat es ja auch immer diesen Reflex, diesen Impuls sofort, wenn irgendwas auf der Trainerbank in die Richtung passiert. Sofort muss Thorsten, wie der alte Thorsten, muss wieder der heilige Thorsten. Aber vielleicht muss man damit auch einfach mal abschließen irgendwann und sagen, es war, alles hat seine Zeit. Es war super, es war überragend. Aber wer halt ständig nur nach hinten guckt, kommt auch nicht so richtig nach vorne. Und ich glaube, da wäre es zumindest mal an der Zeit, auch mal einen Cut zu stellen. Wenngleich solche Sachen wie jetzt dieses Legendenspiel, wo Thorsten ja auch da war, das war natürlich super. Das war ein Blick in die Vergangenheit, das hat Spaß gemacht. Das war ein wunderbarer Abschluss seiner Zeit und ich finde, dabei sollten wir es auch belassen. Wäre wahrscheinlich für beide nicht mehr gut, nochmal diese Beziehung einzugehen. Zumindest zum jetzigen Zeitpunkt. Glaube ich auch. Aber dass Eintracht jetzt halt direkt auch gegen Darmstadt spielt, ist auch irgendwie wieder witzig. Ja, ist vielleicht auch bitter, weil wir wissen doch alle, wie Eintracht gegen Teams spielt, die gerade ihren Trainer gewechselt haben. Ja, aber Eintracht hat eine Länderspielpause und einen veränderten Kader. Und wir haben dazu auch viele Zuschriften bekommen. Viele Leute haben sich, Zuschriften hört sich so wie Postkarte nach Mainz zum ZDF. Heute Morgen so einen großen Sack ins Büro geschleppt. Und dann Zuschriften, ja, mit Postleitzahl und so weiter. Nee, bei Instagram haben viele sich gemeldet, wie wir auch den Kader beurteilen würden. Mhm. Und ich würde mal eine steile These aufstellen. Die zweite steile These heute, um dich zu überrumpeln. Ich finde den Kader besser als in der letzten Saison. Und du? Ich würde auch sagen, dass er individuell besser besetzt ist. Und von diesem ganzen Plan, den die sportliche Führung ausgegeben hat, ist er eigentlich auch besser aufeinander abgestimmt. Aber er ist noch vollkommen in der Findungsphase. Die Hierarchien haben sich noch nicht gebildet, das habe ich ja eben schon angedeutet. Die Abstimmung zwischen den Mannschaftsteilen passt noch nicht. Ich fand, das war in jedem Spiel zu sehen, dass dieses Spiel der Eintracht einfach noch nicht ausbalanciert ist. Und das macht es gerade so schlecht und auch so fehleranfällig, weil die einzelnen Mannschaftsteile noch nicht füreinander, miteinander arbeiten, sondern jeder hat so seine kleinen individuellen Probleme, versucht erstmal bei sich zu bleiben. Und dadurch entstehen dann immer wieder diese individuellen Patzer, diese Lücken, und daraus dann auch diese vielen Gegentore. Mhm. Lass uns mal die Mannschaftsteile kurz und bündig durchgehen. Ich sag an und du sagst besser oder schlechter als in der letzten Saison. Oder nicht besser oder schlechter, sondern einfach nur besser. Tor, besser? Nein. Traust du es Lennart Grill zu? Ich traue ihm zu, ein guter Zweitligatorhüter zu sein. Aber ich glaube, dass es für ihn in Braunschweig sehr, sehr schwierig wird, sich dahin zu arbeiten. Einfach, weil hier immer Unruhe ist. Weil du als Torhüter hier sofort funktionieren musst, sofort was ausstrahlen musst. Und ich glaube, dass
da macht es ihm die aktuelle sportliche Situation und auch seine eher stillere Persönlichkeit macht es ihm aktuell nicht gerade leicht. Aber mal ein Jahr zurückgucken, auch Ron Tom Hoffmann war letztes Jahr noch nicht der Ron Tom Hoffmann, der dann am Ende der Saison war. Also auch da fand ja eine richtig gute Entwicklung innerhalb des Jahres statt, einfach weil ihm Vertrauen ausgesprochen wurde, weil er durchgezogen hat. Und aber der kam schon, das Jahr davor kam er trotzdem schon irgendwie mit diesen Bayern-Eiern hier an. Das stimmt, aber Grill hätte ja, wenn dann nur Bayer-Eier. Aber okay, schlecht, aber egal. Dass er besser werden kann als Hoffmann, glaube ich, wird schwer. Aber dass er trotzdem auch ein solider Zweitliga-Keeper ist, das glaube ich schon. Ich finde, man sieht auch schon eine Torwartentwicklung in den Vergleich oder im Vergleich zu den ersten Spielen. Wenngleich er jetzt bei dem Torwart, bei dem Kopfballgegentor, ich glaube, da ist das Thema, was du meintest, auch so Präsenz, Ausstrahlung. Ich glaube, ein anderer Torwart geht da auch raus, vielleicht den Ball entgegen, boxt das Ding mal weg, anstatt den auf der Linie so ein bisschen anzunehmen oder annehmen zu wollen. Von daher ja, hängt ihm das Ding auch so ein bisschen drin. Aber von einem klaren Torwartfehler, da bin ich immer noch weit entfernt zu sprechen. Gut, weiter. Innenverteidigung, sagen wir, wir bleiben bei der Dreierkette und die Dreierkette an sich besser besetzt. Ja. Finde ich auch. Pijakcic und Ivanov sind einfach geblieben. Sind beide noch nicht in der Form der Vorsaison. Und Jäckel ist besser als Kurucay. Fehlt immer noch ein Linksfuß, der es solide spielen kann, finde ich, als Option. Jetzt hat man mit Jäckel einen, der einfach da hinten steht, alles wegräumt, die einfachen Sachen macht, den Ball halt auch mal nach vorne schwagt, anstatt irgendwas Spielerisches zu versuchen. Das finde ich ist eine gute Komponente, die dazugekommen ist. Nichtsdestotrotz muss sich auch diese Dreierkonstellation jetzt erstmal finden. Und ich fand auch, dass Hasan Kurucay in seiner Prime bei Eintracht einfach mit diesem nach vorne verteidigen, mit diesem Mut auch am Ball vieles richtig gemacht hat, was jetzt im aktuellen Kader einfach noch nicht abgebildet ist. Ja, der hatte, glaube ich, natürlich auch viele Ausschläge, so nach oben, nach unten. Ich glaube, Jäckel ist einfach sehr viel solider. Und ich traue dem auch durchaus zu, noch mehr offensive Schritte zu gehen. Das hat er auch vorher bei seinen Stationen gemacht, dass er auch mal einen Weg nach vorne gegangen ist. Jetzt gegen Karlsruhe fand ich es einfach sehr, sehr solide. Ja, ich frage mich immer noch so, was will Kurucay denn eigentlich haben? Jetzt ist er immer noch vereinslos. Mhm. Wie viel türkische Lira ruft er auf? Weiß nicht, die sind ja in Hochinflation dort. Keine Ahnung, aber es müssen Summen sein, die wir zumindest auch nicht berappen würden wahrscheinlich für ihn. Ich meine, die haben vergangene Woche noch mal miteinander gesprochen und sich auch angeblich aufeinander zubewegt, aber trotzdem, dass man dann zu keiner Einigung kommt, dann bleibt am Ende vielleicht nur die Wüste. Und da auch gleich wieder Filip Benkovic, das wird ja auch kommen. Klar wurde da in Braunschweig drüber nachgedacht, aber auch der ruft ein Gehalt auf, dass man hier nicht bezahlen kann. Wenn man so einen Spieler reinholt, bringt man das Gehaltsgefüge sofort durcheinander. Der war einmal hier, weil Udine, der Calcio, fast das komplette Gehalt mit übernommen hat. Allein deshalb konnte Eintracht den 80%, hier, ne? Ja, allein deshalb konnte Eintracht den hier bezahlen und deshalb wird der hier nicht herkommen. Die Frage wird, denke ich mal, kam ja, glaube ich, auch oft bei Instagram. Ja, gucken wir gleich drauf. Gucken wir gleich drauf. Rechte Seite. Rechte Schiene. Besser? Besser. Weil? Sanusi Bar ein talentierter Spieler ist und Marx und Multhaupt dann eben jetzt ja auch zu Recht wieder zurück in die dritte Liga gewechselt sind. Aber auch der muss halt noch ankommen in dieser Liga. Hat letztes Jahr in Österreich gespielt und da jetzt ja auch nicht unfassbar viel gespielt. Rittmüller muss erst wieder fit werden, ist aber für mich schon jetzt einfach ein ordentlicher Stammspieler wieder. Und da dürfte aber auch noch mehr kommen, wenn er wieder bei vollen Kräften ist. Linke Seite? Besser? Anders. Weil? Ja, erstmal hat man jetzt drei Spieler. Das ist ja auch eine besondere Konstellation. Ja. Bell muss eigentlich spielen von den Voraussetzungen, die er hatte. Ich verstehe es nicht. Vielleicht muss er da auch an sich arbeiten, um wieder in diese Startelf zu kommen.
Der Saisonstart mit ihm war nicht gut. Auch er hat große Teile der Vorbereitung verpasst und war dann zum Ligastart wie so viele Spieler einfach nicht bereit. Aber der Mann hat halt letztes Jahr den Großteil der Spiele für den ersten FC Magdeburg gemacht. Da natürlich in einem soliden Konstrukt. Aber normalerweise müsste der einen vorherigen Drittliga-Ersatzspieler, wie es die Mikele Sanchez nun mal war, easy abkochen und dann auch spielen und dann auch seine Leistung bringen. Wir haben alle oftmals bei Anton Donkor die Nase gerümpft, aber diese Power, die er reingebracht hat, die fehlt halt auf der Schiene aktuell total. Ja, nach vorne auf jeden Fall. So diese Durchbrüche und dieses Kopf runter und einfach mal mit dem Ball durchrennen. Gefühlt hat er ja mit viel Glück und seinem Körper dann auch immer mal wieder den Ball behalten, konnte bis zur Grundlinie durchgehen. Auch das fehlt im Eintracht-Spiel gerade komplett, dass mal einer durchzieht, reinflankt. Und jetzt gibt's ja auch mit Sebastian Polter da vorne jemanden, der die Dinger dann auch mal mit dem Kopf nehmen kann. Mhm. Einen hatte er ja schon. Ja. Aber so dieses Vordringen in die letzte Zone und da auch einfach mal nicht lange fackeln. Dann wird lieber noch mal draufgetreten, noch mal hinten rumgespielt. Es ist vieles zu kompliziert, gerade bei Eintracht. Mhm, das stimmt. Dafür, finde ich, macht es die Mikele Sanchez aber echt gut. Hätte ich nicht erwartet, als der Transfer durchkam, dass der die Hauptrolle auf der Seite erst einmal spielen wird. Aber er hat auch schon 2 Tore vorbereitet. Die Hereingaben sind ja ganz gut, aber es stimmt, was du sagst, dass so der Weg zur Grundlinie noch nicht da ist. Ich glaube aber erst, dass sein Auftrag auch eher gerade ist, akklimatisier dich in der Liga, halt dich ein bisschen zurück, mach die Defensive zu und auf der gegenüberliegenden Seite macht Rittmüller sozusagen mehr den Porsche nach vorne und zieht die Seite durch. Ich finde, auf den Flügeln gibt es eigentlich kein großes Problem bei Eintracht. Das Problem, und jetzt leiten wir mal über, kommen wir mal zur 6 zu sprechen. Besser oder schlechter? Oh, besser. Besser. Aber es hat aber sich noch nicht gezeigt. Schlechter. Ja, mit Sven Köhler hat man jemanden geholt, der schon die Voraussetzungen hat, da dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. Aber ich glaube, dieser ganze Transfer, es ist jetzt vielleicht mit Walid Ulcik der besonderste Eintracht-Transfer des Sommers gewesen. Der war dann aber auch einfach mit vielen Erwartungen überfrachtet, der Spieler. Viele dachten, auch nach diesen Vorbereitungsspielen, da kommt jetzt einer, der spielt uns das im Zentrum easy runter, der macht seine Pässe und alle brauchen nur noch Beifall klatschen. Mhm. Aber im Alltag zeigt sich dann doch, dass ihm einerseits noch die Unterstützung fehlt, dass er auch nicht unbedingt davon profitiert, dass die Dreierkette noch nicht aufeinander abgestimmt ist. Ich glaube, er hat es auch nach dem Karlsruhe-Spiel gesagt, dass er in Köln einfach große Schwierigkeiten damit hatte, weil niemand so richtig offensiv nach vorne verteidigt hat. Und dann sah er als einziger Sechser natürlich schlecht aus. Deswegen fand ich die Idee, einen zweiten Sechser gegen Karlsruhe aufzustellen, auch gar nicht so schlecht. Aber auch da Umsetzung. Ja, fehlte halt auch noch so ein bisschen das gut abgestimmte Zusammenspiel, vielleicht auch mal die klarere Lösung. Das 1:2, das entsteht halt aus einem blöden Ball, den spielt erstmal Gomez da unnötig rein, dann spielt Köhler ihn unnötig zur Seite und dann hat Krause wenig Zeit, kann ihn aber vielleicht auch einfach mal auf die Tribüne schwaken. Hm. Ja, also ich fand schon, dass man Köhler angemerkt hat, wie viel mehr Sicherheit ihm das gibt, wenn jemand noch neben ihm ist, der sozusagen die Türsteheraufgabe erledigt, dieses Jobs. Also ich fand Köhler zuvor überfordert in der Position oder in der Rolle, Spielgestaltung plus Organisation des defensiven Zentrums zu übernehmen. Das ist vielleicht auch zu viel verlangt auf der Position. Krause daneben zu stellen, fand ich richtig. Köhler hatte ja dann auch viele Aktionen nach vorne, hat am Tor am 1-0, da drischt er den Ball in die Mitte. Dann hat er noch später den schönen Freistoß in Richtung Szabo. Also das waren ja mehr Aktionen als in den Spielen davor in Richtung Spielgestaltung. Aber hinten raus, ja, wie auch in Köln, da ist ja die letzte Szene dann auch, dass er und Ulcik so einen Ball vertändeln und dann noch Köln noch
ganz, ganz einfach zu einem Tor kommt und jetzt auch. Schärning sprach danach von Verantwortungslosigkeit in der Situation, dass man da einfach auf das 1-1 gehen müsse und den Ball auf die Tribüne sonst wohin dreschen. Aber ja gut, das wissen die am Ende auch selber. Ich finde Köhler noch nicht für 90 Minuten total fit. Ich glaube, er braucht auch noch ein paar Spiele, Einheiten, um noch mehr durchziehen zu können. Aber grundsätzlich fand ich die Idee, das so zu lösen wie in der Nationalmannschaft, dass du eigentlich Krause als Andrich und Köhler als Kroos da hast, den einen Türsteher, den anderen, der es ein bisschen gestaltet, eigentlich sehr gut. Aber Karlsruhe hat es dann hinten raus auch sehr gut ausgespielt. Und auch Krause, glaube ich, ist auch noch nicht auf dem Niveau von 90 Minuten bisher. Auch mit seiner Maske. Ich glaube, das hat ihn auch gestört. Aber da hätte der Trainer vielleicht auch reagieren müssen und vorher noch mal einen Neuen ins defensive Zentrum, Tauer, Nicolao, irgendwie so einen, der das vielleicht noch ein bisschen mehr Frische dazu bringen kann. Ja. Trotzdem fehlt mir da einfach immer noch so ein Kilometerfresser, wie es einfach Toria Helgason war. Das ist die Komponente, die das zentrale Mittelfeld bei Eintracht aktuell nicht abbildet. Zumindest diese Box-to-Box. Ja. Box-to-Box, diese Vororientierung, das schlaue Wege machen, das auch einfach mal sich ein bisschen zurücknehmen, gar nicht so sehr auffallen, aber die wichtigen Zweikämpfe gewinnen, die wichtigen kurzen Pässe zu spielen, sich anzubieten. Und dann entsteht vielleicht auch sowas wie das 1-2 gegen Karlsruhe nicht, wenn da ein Spieler ist, der solche Qualitäten mitbringt. Benny Kessel hat jetzt im vereinseigenen Interview gesagt, dass es ähnliche Spielertypen gibt, die das Profil von Helgason so ein bisschen abbilden. Aber vielleicht brauchen die noch Zeit, weil da kann es sich ja eigentlich nur um Räbiger, Tauer, vielleicht ein bisschen Max Marie, wobei ich den offensiver sehe, handeln. Und von daher würde ich sagen, dass das schon eine Baustelle in der diesjährigen Transferarbeit war, die nicht geschlossen wurde. Und wo ich mich auch frage, warum es keinen Plan B mit einem ähnlichen Spielertypen gab. Benny Kessel übrigens, schon mal als Ankündigung, ist nächste Woche hier im Studio. Werden wir dazu natürlich befragen. Er hat ja erzählt, wie sehr er noch um Helgason gekämpft hat. Das fand ich auch ganz interessant, dass er auch sogar in Lecce war, um mit den Verantwortlichen dort zu sprechen. Dass immer auch klar war, dass Tor selber hier wieder zurückkommen möchte. Aber dass Lecce am Ende alles abgeblockt hat. Und dann kannst du als Verein, kannst dich auf den Kopf stellen, da kannst du machen, was du willst, wenn du da nicht zwischenkommst. Wenn es irgendwelche Gründe gibt, die du nicht nachvollziehen kannst, die vielleicht zwischen Lecce und Helgason oder zwischen Lecce und Helgasons Berater oder vielleicht hatten die auch einfach keinen Bock, diesen Transfer zu machen, weil es spricht eigentlich nichts dafür, dass Lecce ihn behalten hat. Helgason war bisher in keinem Spiel auf dem Platz. Im letzten Spiel war er nicht mal mehr im Kader. Und das Geld, das dürfte denen eigentlich auch kackegal gewesen sein, weil die haben 25 oder 30 Millionen eingenommen diesen Sommer. Also da wäre die 1 Million oder darunter aus Braunschweig Piepfatz, falls es dieses Wort gibt. Mhm. Und Lasse hatte sich ja eh gewünscht, dass wir nochmal ein neues Wort erfinden. Da kommt schon der Daumen hoch. Von daher, das fand ich nochmal ganz interessant, dass auch sie bis zum Ende der Transferperiode, halbe Stunde vor Schließung des Fensters, noch versucht haben, da Angebote rüber zu schicken, aber dann letztlich gar nichts mehr so richtig zurückbekommen haben. Von daher schwierig, ganz, ganz schwierig. Würdest du denn jetzt noch einen vertragslosen Spieler reinholen, wenn das Geld offenbar noch vielleicht auf irgendeinem kleinen Konto schlummert? Du liest ja hier schon mit Chris Kramer. Ja, würde ich lustig finden, Christoph Kramer, aber ob das jetzt sportlich, finanziell, vom Gefüge der richtige Transfer wäre, weiß ich nicht. Ich kann mich nur erinnern, dass, glaube ich, Thorsten Lieberknecht, jetzt sind wir schon wieder bei Thorsten Lieberknecht, damals den jungen Chris Kramer holen wollte und der dann nach Bochum gewechselt ist Frechheit. Und wenig später dann Weltmeister wurde und einen vor den Schädel gekriegt hat. Und jetzt ist er halt vereinslos. Das, da würde sich auch noch mal ein Kreis schließen. Eine schöne Geschichte. Auch. Wie bei Polti, der jetzt auch hier wieder zurückkommt. Also, Chris Kramer ist ja Podcast-Kollege, kennt sich aus in dem Metier. Wir würden dir hier auch wieder ein Zettelchen hinlegen. Kannst du unterschreiben und dann kommst du einfach her. Lieben Gruß,
wir machen das schon. Also wir verpflichten ihn für Studio Blau-Gelb und die Eintracht macht genau, nichts können, mehr. Ja, aber auf Minijob-Basis könnten die den für Samstag und Mittwoch einmal mittrainieren lassen. Ja, also ich würde keinen vereinslosen Spieler mehr verpflichten. Der Kader ist gut gefüllt, hat viele Optionen, aber vielleicht hat er meines Erachtens sogar die besseren Optionen fürs 4-3-3. Okay, dann kommen wir die Position, die wir eben hatten, war zentral, Mittelfeld, defensiv, zentral, Mittelfeld, offensiv. Ulcik, Kaufmann, Räbiger, Marie, Tower könnte man damit sehen, wenn es auf eine 8 ist. Siehst du es besser besetzt? Antwort müsste ja eigentlich sein, nein, weil Helgason dafür fehlt. Ja, Helgason hätte ich jetzt eher zu den Defensiven gezählt. Aber ich finde auch individuell ist das offensive Mittelfeld besser besetzt. Aber auch so ein Ulcik muss einfach spielen. Auch der hat sich jetzt mit kleinen Sachen schon hervorgetan, aber so in der Gesamtheit noch nicht vollkommen angeboten für die Startelf. Aber das muss er tun, um mit seinen Qualitäten dann einfach da zu sein. Ich finde, Fabio Kaufmann ist für mich kein Zehner. Das hat er ja jetzt gegen Karlsruhe so natürlich nicht als klassischer Zehner gespielt, aber einfach vor dieser Viererreihe. Und das wäre halt die Position für unseren Neuzugang aus Volendam. Und da muss er halt einfach rein. Da hätte er vielleicht die Freiheiten auch hinter vor zwei Sechsern. Ja. Aber vielleicht ist es dann auch so diese Länderspielpause, die nochmal bei allen Spielern die den nötigen Fokus freisetzen muss, die nötige Ernsthaftigkeit für diesen Abstiegskampf. Denn nochmal schafft Eintracht das, glaube ich, nicht nach 5 Punkten aus 12 Spielen so eine fette Aufholjagd zu starten. Zumindest gibt es keine Garantie, dass das nochmal klappt. Und 5 Punkte müssten ja jetzt erstmal geholt werden. Das wäre ja schon mal nicht schlecht, bis zur nächsten Länderspielpause. Ja. Es sind, glaube ich, 4 Spiele. Dann ist wieder eine Länderspielpause im Anfang Oktober. Und daraus 5 Punkte zu holen, wären ja 1 Sieg und 2 Unentschieden. Das wäre schon mal nicht verkehrt. Da ist man schon mal da in der Liga. Bleibt noch der Sturm. Besser besetzt? Anders. Ja, wieder. Weil Polti noch dazu? Polti noch dazu gekommen. Ja, das ist natürlich schon eine Erscheinung. 1,92 groß, richtiger Büffel. Hat man schon, glaube ich, in der ersten Szene gesehen gegen den KSC. Da zieht er einfach nur so einmal das Bein raus und leitet den Ball weiter. Philipp kann querlegen und Kaufmann schießt ihn dann halt drüber. Aber mit ein bisschen mehr Rhythmus, Spielfitness kann das sicherlich eine gute weitere Alternative sein. Ein guter Startelf-Spieler, auch in Verbindung mit Philipp, dass du einen hast, der steht und einen, der durchstartet. Sabo fand ich bis jetzt eigentlich mal ganz interessant, aber er ist jetzt entgegen der Eindrücke aus der Vorbereitung nicht der Spieler, der mit dem Rücken zum Tor so viel ausrichten kann, weil er einfach ja eine andere Athletik dann doch hat, die im harten Zweitliga-Umfeld dann doch nicht so zum Tragen kommt, wie ich dachte. Ja, prallt bisher ganz gut ab an den Gegenspielern. Da merkst du halt, dass Polter nochmal einfach auch mit seiner Masse, Erfahrung und auch Durchsetzungsfähigkeit nochmal eine andere Wucht dort hat, um die gegnerischen Spieler auch zu beschäftigen. Karlsruhe brauchte ja teilweise 3 Leute, um den bei langen Bällen zu stellen. Und das war eine Komponente, die bisher ja vollkommen gefehlt hat. Sabo ist halt einer, der im Strafraum, glaube ich, ganz gut an die Bälle kommt. Ja, der hat ein gutes Gefühl dafür, wo er stehen muss. Jetzt muss er halt nur noch regelmäßiger dann auch das Ding reindrücken. Er muss doch bloß dieses Tor machen. Ja, ist manchmal so einfach. Aber da finde ich es auch zumindest nicht schlechter besetzt. Ist ja auch kaum einer gegangen, bis auf Uja, der wurde jetzt mit Polter ersetzt. Ist in Sachen Erfahrung und Abschlussqualität, glaube ich. Ich glaube, Uja ist schon noch der agilere Stürmer gewesen. Aber nicht mehr in seiner Eintracht-Endphase. Nee, in der Endphase nicht mehr, aber in seiner richtig guten Phase auf jeden Fall. Aber Polter hat er auch selbst uns noch erzählt nach dem Spiel, er ist gerade so bei 70%. Der braucht jetzt die Länderspielpause noch, wenn der noch mal auf 90, 95, 100 kommt. Er hat dir gesagt, du sollst ausrechnen anhand seiner Spielzeit, ja, das kann auf wie ich viel aber Prozent. Nicht.
Ich soll an seiner Spielzeit ausrechnen, wie viel Prozent er ist. Also er hat wie viel? 72 Minuten gespielt. Und dann muss er 72 von 90. 63 hat er nur gespielt. Da siehst du schon, das war falsch. Also er ist so ungefähr bei 60%, würde ich mal tippen. Oder 70. Okay. Aber nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Dann finde ich, ist Conte kein Stürmer für dieses System mit zwei Spitzen. Das ist für mich ein klarer Außenstürmer. Mhm. Da könnte er richtig was ausrichten. Ja, vielleicht phasenweise auch mal in der Grundordnung dann spielen, neben einem wie Polter oder neben einem wie Sabo. Aber auch da kommt noch zu wenig Ertrag rum. Ja, auf jeden Fall. Finde ich auch. Er hat ja auch Chancen gehabt in seinen ersten Spielen. Da hätte er durchaus mal eine machen können. Mhm. Das hätte allen gut getan. Gegen aber Magdeburg hatte er 5 oder ja, ja, ja. Und auch gegen Frankfurt, da spielt ihm ja Trapp so einen wunderbaren Pass hin, den er praktisch am leeren Tor vorbeischiebt. Aber ich finde den Kader spannend. Ich finde ihn, der ist halt verkleinert im Vergleich zum vergangenen Jahr. Man hat nicht so viele Leute, die man mitschleppen muss. Der Kader ist deutlich jünger, ich glaube fast 2 Jahre jünger als im vergangenen Jahr. Längerfristig aufgestellt. Alles das waren Ziele, die Eintracht erreichen wollte. Das muss man erstmal sagen. Ohne Wertung der ersten Spiele erreicht. So. Und wenn jetzt noch angefangen wird zu gewinnen, das würde dem Ganzen ja noch die Krone aufsetzen. Aber so weit sind wir noch nicht. Ja, daran steht oder da damit steht und fällt ja auch so die Bewertung der Arbeit von Benny Kessel, Dennis Krupke und Philipp Schmidt. Ist, glaube ich, auch eine undankbare Situation, dass du irgendwie den ganzen Sommer hörst, ja, auf dem Papier erstmal geiler Transfer und das wirkt alles schlüssig und dann läuft's nicht. Und dann kommt wieder der große rheinländische Schatten des Peter V., der ja den einen oder anderen wilden Transfer auch eingetütet hat. Aber er hat immerhin jetzt 2-mal in Folge einen Kader zusammengestellt, der den Klassenerhalt geschafft hat. Der Weg dahin war oftmals spektakulär. Und jetzt hat man vielleicht diese One-Man-Show gegen diesen vielleicht irgendwann mal ausgeklügelten Weg. Und das muss sich einfach dann, die müssen sich daran messen lassen, dass jetzt dass Vollmann 2-mal den Klassenerhalt klar gemacht hat. Oder der Vollmann-Kader. Und jetzt stehen sie da nach 4 Spielen, 3 Tore, 15 Gegentore. Ich habe das, wie gesagt, Mathe ist nicht so mein Ding. Wir haben irgendwie 100 Gegentore und 2 gemacht oder so. Aber auch bei Vollmann, da klar ist da was dran. Das lässt sich am Ende nicht wegdiskutieren, seine Kader. Aber auch die haben sich mit der Saison erst entwickelt. Mhm. Auch die Kader waren immer erst am letzten Tag des Transferfensters fertig. Und auch das muss ich erst einmal finden. Auch da hatten Helgason ja, abgesehen von seinem Tor gegen St. Pauli, in den ersten 8 Wochen nicht stattgefunden. Genau, er hat einfach nicht. Philippe war nicht da. Hoffmann hat anfangs nicht gespielt. Rittmüller durfte nicht spielen. Ritti durfte nicht spielen. Also Gemach kann alles noch kommen. Und auf dem Papier ist dieser Kader besser und schafft den Klassenerhalt. Ja oder nein? Jetzt musst du dich natürlich festlegen. Wollen wir wieder ein Pro und Contra schreiben? Besser nicht. Die Älteren werden sich erinnern. Mhm. Obwohl, doch, wenn es so weitergeht, machen wir es. Mhm. Diesmal noch ein Spieltag vorher vielleicht. Und dann wollen wir mal gucken. Jetzt haben wir natürlich eigentlich hier nach Leserfragen angekündigt, sind aber schon über unsere halbe Stunde rüber. Und wir haben trotzdem mal. Hau noch mal eine Frage war, was machen die Spieler eigentlich beruflich? Die wollten wir eigentlich nicht vorlesen, aber jetzt haben wir es doch getan. Wir haben ja viele Personalien auch schon. Benkovic, Köhler haben wir schon besprochen. Lieberknecht ist hier ungefähr 20 Mal dabei. Sind Kraus und Köhler für die Altherren spielberechtigt? Fies. Krause nicht. Also Köhler auf jeden Fall nicht. Beide nicht. Beide noch ich nicht. Ich glaube, Krause ist auch noch unter 32, ja. Aber eine Geschichte, Lars. Lass mich noch mal gucken. Ich hätte ja sonst hinten raus noch was. Hat die Mannschaft ein Mentalitäts- oder Qualitätsproblem? Jetzt machst du natürlich noch mal das ganz große Fass auf.
fand ich mit beantwortet in vielen Sachen. Qualitätsproblem ist es nicht. Die müssen sich zusammenfinden, das hattest du auch gesagt. Die Teile sind jetzt da, liegen auf dem Tisch. Traineraufgabe, das zusammenzubauen. Mentalitätsproblem, ja, Kopfproblem. Also das war auf jeden Fall anfangs offensichtlich, dass sie sich auch selber noch nicht gefunden haben. Deshalb ist es eher ein Kopfproblem. Aber alle Leute aus der Mannschaft sagen ja, dass die Mentalität innerhalb des Teams stimmt. Ich hatte Sebastian Polter gefragt, Mensch, hat sich das für dich an den ersten zwei Tagen so angefühlt, als ist das, wäre das hier eine Mannschaft, die am Boden liegt, null Punkte, nur Niederlagen? Und er sagt sofort, nee, hier ist der Geist in der Truppe stimmt. Und das mag durchaus auch weiterhin so sein. Es war eben das Riesenplus in der vergangenen Saison, als die Mentalität die Truppe eben auch getragen hat. Aber das muss ich auch erst wieder finden durch so viele Wechsel. Von daher würde ich es nicht ein Mentalitätsproblem nennen, aber schon auch ein Kopfproblem in den ersten Wochen. Und dafür ist jetzt auch eine Länderspielpause da, um da einmal durchzulüften, das Oberstübchen, oder nicht? Genau, und ja. Eine Frage war noch, warum startet Eintracht eigentlich immer so schlecht? Ja, manche Traditionen müssen gewahrt werden. Und vielleicht sind die Kader auch einfach nie fertig am ersten Spieltag. Hat Scherning gefragt, ob er nicht will, dass zum ersten Spieltag auch die Transferperiode abgeschlossen ist. Ich glaube, jeder Trainer will das, er auch. Aber es ist natürlich kompliziert. Da wirken ja andere Kräfte, die da noch so ein Deadline-Day groß vermarkten wollen. Ja, und wenn du jeden Sommer 20 neue Spieler integrieren musst, dann dauert es halt auch ein bisschen. Ne? Eine Frage hinten raus, Lars. Die Yusuf Amin-Geschichte aus dem Trainingslager. Ich habe das ja gar nicht mitgekriegt, dass Tobi das hier so nassforsch angekündigt hat. Der hat er. Ja, erzähl mal. Ja, war eine schöne Woche in Österreich. Und an einem Tag saßen wir in der Hotellobby. Und dann kam Yusuf Amin. Was glaubt ihr denn, was Yusuf Amin mit uns gemacht hat oder zu uns gesagt hat? Schreibt's in die Kommentare. Und wir überlegen mal, ob wir das wirklich auflösen wollen. Ich werde es nicht machen, wenn, dann muss es Tobi machen. Der alte Schlingel, der hat das hier jetzt ja vor ein paar Wochen einfach gedroppt. Was ist denn dein Tipp, Leo? Ich weiß es ja schon. Von daher ist es ein bisschen schwierig. Aber ich würde, um die Leute vielleicht ein bisschen einen Rahmen, um die Auflösung dieses Rätsels zu geben, es ist nichts Verbotenes, es ist nichts Kriminelles, es ist nichts vollkommen Außergewöhnliches für einen Fußballer. Es ist vielleicht ein bisschen außergewöhnlich, aber jetzt auch keine Riesensensation. Ist aber trotzdem eine nette Geschichte. Wir lösen sie nächste Woche vielleicht mal auf. Ah, vielleicht nächste Woche, wenn Benny Kessel da ist. Vielleicht lieber die Woche drauf. Aber wir schauen mal. Okay. Gut. Also, macht's gut erstmal. Bis dahin. Bis dann. Ciao.